Mireille Maschul. Luisa! Follow me! Oh, Mireille, du hast ja ein Vermögen. Ja, du, davon bezahle ich meine Hochzeitsschuhe. zeig mal. Und wie viele Groschen sind das ungefähr? Oh, darf ich die Summe überhaupt nennen? Oh, Alter, da ging der Schrank gerade kaputt. Ja, Hickhackhock. Digga, was ist Hickhackhock? Xing Shang Shang auf Latein oder was? Preklarus, großartig. Preklaro! Nee, das ist gut. Du musst dir Preklarus! Du musst dir Eselsbrücken bauen. Mir hat es auch immer geholfen, die Sachen in den Raum zu schreien, weil dann erinnerst du dich mehr daran, weißt du? Ja, hab ich doch gerade gemacht. Du kannst zum Beispiel machen, Eselsbrücke, meine Schwester ist Plekarus. Nee, das kann ich mir schlecht merken. Dann haben wir noch Ferré, beinahe fast ungefähr, wie sich das machen. Ferrero Küsschen hätte ich fast gegessen. Ja, beinahe Ferré. Wo singst du rein? Durch den Pulli ins Mikrofon oder hat es eine bessere Dämmung? Ja, genau, genau. So, Friends, ich werde mir jetzt meine Kunstfingernägel, die restlichen, die hier noch dran sind. Jetzt sind noch die beiden hier und der. Naja, auf jeden Fall werde ich mir die jetzt wegraspeln und zwar mit so einem. Also haltet mich jetzt nicht für eklig oder so. Ich bin normalerweise nicht so, aber ich habe keinen Bock zum Nagelstudio zu gehen, irgendwie 20 Euro auszugeben, nur damit sie mir die wegmachen. Ich habe so einen Fußhornhautraspler. Der eignet sich auch super dafür, also ja. Mireille, was machst du da? Ich mache mir eine Maske. Oh, toll. Und hast du dir auch mal überlegt, das irgendwie beruflich zu machen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe halt überlegt, Maskinette zu werden. Aber was bekommt man da so am Ende brutto? Da frage ich dich jetzt was. So zwei schon. Das ist natürlich ein altbekannter Beruf. Ja. Was viele nicht wissen, der war halt bei den Römern schon beliebt. Ne. Was würde der Jörg dazu sagen? Du, der Jörg, der ist total fasziniert von meiner Arbeit. Den mache ich auch immer eine Maske. Und, Nee, der wirklich, der schaut sich nach einem Spiegel an und denkt sich, wow, ein Kunstwerk. Wirklich ein Kunstwerk. Ja, du, das sehe ich. Ja, ich arbeite. Ich denke auch gerade so, hör, Van Gogh, was will er mir sagen so? Was dann fühlst du, wenn du mir ins Gesicht blickst? Ja, ein Haufen Scheiße, sag ich mal. Zum Beispiel. Ja, genau, aber das ist genau das, was ich gerade erreichen wollte. Oh, Digga, du raspelst dir doch deinen Finger weg. Kennst du das, wenn du dir gerade eine Maske aufgetragen hast und ein bisschen juckt irgendwo und ist irgendwie so. Was hab ich jetzt eigentlich gerade? Ehrlich, soll ich mal helfen? Nee. Luisa! Hab ich da jetzt? Ja. Ich hab das studiert. Was soll ich sagen? Was sollen die Leute denken? Guck mal, jetzt ist ja nur so ein kleines. Nur noch klein. Das ist aber doch herrlich, oder? Du, ich weiß ja, mein Leben ist ein reines Gefahrzeichen. Hast du Frasette auch studiert? Was ist Frasette? Naja, du fraßt das ja weg. Nee, ich habe Raspologie. Raspologie! Ja. Boah, das stinkt. Riech das mal, das riecht wie Pisse. Nee, riech mal jetzt. Komm mal ran. Du brauchst mir die Nase. Nein, Mann. Ja, komm du ran. Na? Hey, nun machen wir einen Aerobic-Kurs. 1, 2. Warum hast du einen Sport-BH an? Weil ich gerade einen Aerobic-Kurs gemacht habe? Hä? Einfach damit die Leute denken, ich bin sportlich, weißt du? Deine Schultern sind noch massiver geworden. Ja. Schön, dass dir auffällt. Ja. Schau mal. Also FIBO 222 bist du dabei? Ja, krass, ja. Ich ja auch. Ja, was? Ich bin Stand 6, Ecke 9. Echt? Ja, du? Nee, ich bin Stand 30. Ja. Aber Fläche 3. Ich nehme eine ganze Fläche ein, weißt du? Mireille, hey! Was machst du? Ich kämme gerade meine Haare. Ich habe einen Move, einen Tanzmove und ich wollte dich mal fragen, wie du den findest. Bereit? Ja. Vorsicht mit der Lampe. Ja. Ja. Guck mal. Und. Ja. Weißt du? Vielleicht noch drehen, vielleicht kannst du so damit reinmachen. Oh, weißt du, was ist gute das Idee, macht? Warte. Genau, ja. Mhm. Und dann halt das noch nicht zu Ende. Ach so, ja. Ja. Was war er? Nochmal Pariser Turm, ne? Ja. Pariser Turm, Kolosseum und Berliner Kathedrale. Ey Leute, ich verstehe es einfach nicht. Ich bin gerade mit Batschu spazieren und mir kommt so eine Frau. Junge, lass die Pferdeäpfel in Ruhe. Batschu, pfui. Auf jeden Fall kommen mir so eine Frau und ein Mann entgegen. Ich sage so, hallo. Die sagen mir nicht hallo und hinter mir ist ein Radfahrer. Und der sagt hallo und die sagen dem hallo. I was like, what the fuck? Oh my god, like,
What the fuck? Ich raff das nicht. Ist an meinem Hallo irgendwie was falsch? Guck mal, ich sag euch mal, wie ich Hallo gesagt habe und ihr bewertet das mal, okay? Hallo! So freundlich und nett, Digga, oder? Vielleicht muss ich seriöser sein. Hallo. Nee, das ist auch nicht gut. Hallo. Hallo. Hi. Hey. Hi. Hallo. Ich raff sowas nicht, ich schwör's euch. Ich glaube, das Problem liegt daran, wenn die schon sehen, da kommt so eine junge Göre mit ihrem Handy wieder vor der Nase, da schalten die direkt ab. Guck dir das mal an, Ute. Wieder die Jugend, ne? Mit der Glotze vorm Gesicht, die sieht gar nichts. Meinst du, die sieht die schönen Bäume hier? Hier die Buchen, die Eichen und so, das sieht die gar nicht. Das Jungwild auf den Wiesen. Du, wenn du die fragst, wie ein Reh aussieht, das kann die dir nicht beantworten. Das Ding ist, was die nicht raffen, ich gehe hier jeden Tag diesen Weg lang. Ich kenne schon jeden Baum auswendig. Ich kann dir mit Augen zusagen, Buche, Buche, Eiche, Buche, Eiche. Dann kommt wieder Buche, Buche, Eiche, Buche. Ja, okay, andere Bäume kenne ich auch nicht. Digga, lass die Pferdeäpfel in Ruhe, du Ekliger. Batscho! Warum ist mein Hund so eklig? Warum? Warum bist du so? Mirelle und ich streiten uns. Mirelle und ich streiten uns gerade darüber, bei wem wir Sport machen. Guck mal, bei mir ist das Problem. Machst mal die Kamera halten. Bei mir ist das Problem, Mirelle. Hier kann man nicht mal einen Squat machen. Ich zeig dir das mal. Weißt oh du? Gott. Und dann fällt man in den Schrank, ne? Ja, also. Oh, nicht so. Na? Ja. Guck mal, ich kann nicht mal diese Legs Outdoors machen. So heißt ja. Die. Weißt du? Ja. Merkst du das? Scheiße. Hier ist kein Platz. Guck mal bei mir. Man kommt rein und das Licht, das strahlt doch schon Unmotivation aus. Ja, das stimmt. Also jetzt wirklich. Aber ich finde, wir können es ja ausmachen. Und dann sagst du? Geht's? Oh ja, hey. Die Übung? Wie heißt das? Das ist die Leg Lift High Hey Hoi Arms. Nein. Mein Mund, du Eklige. Cheesy. Cheesy word. Nee, du hast da Hundehaare, Dragger. Lulu, nein! Doch, ich habe keinen Bock. Luisa, nein! Ich schwöre, ich kann mich heute nicht motivieren. Nein, Luisa! Nein, Luisa! Lass mich dann... Ich habe keinen Bock, ich schwöre auf alles. Du hast meine Haare in deinem... Ah, nee, das sind deine Haare. Nee, ist meine Haare. Lass einfach nicht machen. Doch, Lulu. Ey, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich liege gleich auf der Matte und mache irgendwas... Nee. Mir ich aber, ich kann Lulu, doch... Lulu, bitte. Wir motivieren uns gegenseitig. Mhm. So zum Beispiel. Oh ja, das motiviert mich. Bitte, ich flehe dich an! Findest du mein Sportoutfit? Hammermäßig. Komm, ich hab's gelernt, wie man tanzt, ne? Mhm. Hab ich gelernt bei einer Bekannten. Okay, wir tun jetzt so, als wären wir... Ey, kennt ihr diese Mädchen immer so machen? Okay, mach dir mal einen Zopf jetzt. Wer macht offene Haare bei Sport? Boah, Lulu, kennt ihr das, wenn ihr offene Haare habt und dann sind die offenen Haare so unter eurer Achsel, während die Sport machen und dann schwitzt das so und dann bleiben die so kleben? Nee. Ehrlich nicht? Ja, du machst auch nicht Sport. Ja. So, Mirelle und ich machen jetzt erstmal so einen Bodycheck, weil das macht man vor dem Training. Luisa Marschulo. 1,60, 52 Kilo, davon 100% Muskelmasse. Spannweite 8,50 Meter. halb zwölf. Wie spät ist es jetzt? 2:10. Viertel vor zwölf. Mirelle Marschulo. Und los. 47 Kilo. Nee, warte. Wie groß bist du? Wie groß? 1,60. Hä, so groß wie ich? Du bist noch nicht so groß. Du bist größer als 1,60. Stell mir vor den Spiegel kurz. Ich bin genau 1,60. Du bist über 1,60. Ich bin über 1,60, oh mein Gott. 1,60. 47 Kilo. Darf ich das ergänzen? Ja. Massives Kreuz. 46 Kilo. Lieblingsübung, Squats. Muskelmasse. Stopp nochmal. Ich war noch nicht vorbereitet. Muskelmasse 2%. 2? 2? Schau dir das mal an. Nimm mal bitte auf jeden Fall deine Matte mit. Matte? Ja, Digga, dann nimm deinen Teppich mit. Keine Ahnung. Color me. Color me. Color me. Color me. Color me. Hast du was gegen mein Outfit? Nein, alles gut. Also ich mache immer auf Teppichsport. Ich höre das gemütlicher, ne? Mhm. Ist besser für den Wirbel drin. Da, das Ding hier. Siehst du den? Ja. Den. Siehst du den? Den Tropilus Camelos. Den habe ich nicht. Ich habe nur den Crade Pacatus. Ach so. Ja. Wurde der dir rausoperiert? Ja, oder bist du ohne geboren? Nee, der wurde mir rausoperiert. Oh. Frag nicht, was war. Frag nicht, was war. Tut mir leid, okay. Frag nicht, was war. Okay, ich frag nicht. Frag nicht, was war. Was war? Und zwar... Kennst du diese?
Ich bin so eine. Ich weiß. Weißt du, ich habe einen ganzen Plan. Ehrlich jetzt, ich habe überhaupt keinen Plan. Du hast ja doch Wasser. Ja, aber das ist so ein Pisswasser, weißt du, dieses... Pisswasser. Wenn Sprudel nicht mehr sprudelig ist. Call mal jetzt on me hier, ich will anfangen, Mann. Erst über den Kopf, ne? Eins, zwei und los. Aua, das tut voll mein Ohren weh. Okay, drei und los. Und zurück. Und jetzt stopp, ich hab noch eine Übung. Der Dreher. Auseinander und komm. Call me. Ich hab keinen Bock. Willst du auch Gewichte? Nee, ich bin Gewicht genug. Ich weiß nicht mehr, was ich trainieren soll. Mein Körper ist so makellos. Ja, geht mir ähnlich. Ich mache das jetzt immer, dass ich mehr nach Zeit mache. Also ich mache immer eine halbe Sekunde. Nee, nicht so. Nicht mal eine halbe Sekunde. Ist Gott. Kannst du mir mal kurz deinen Kopf leiden? Ja klar, Moment. Ich mach sonst währenddessen Squat einfach. Guck mal, ich mach manchmal Hacken am Po. Oh, wie damals beim Kinderturn. Oh, ja, das gab ich nicht. Okay, nicht so viel reden, dann kriegst du Seitenstiche. Halt die Fresse! Leute, guckt euch hier nichts ab, okay? Das ist nicht. Das bringt nichts. Scheiße. Hab ich schon einen dicken Arsch? Ja. Oh. Wohin läufst du? Antarktis. Krass. Nee, ganz ehrlich, ich lauf nirgends hin. Der Weg ist das Ziel, sag ich mal. Ja. Der Weg hier. Das ist auch meine Rede. Dann kannst du bitte noch viermal einklatschen. Ich habe so einen Tick, Leute, ich muss alles fünfmal machen. Ja, das wenn heißt, ich Mirella eine knall, ja. Dann knall ich hier fünfmal eine. Ich weiß auch gerade sagen, komm. Ey, nee. Okay, let's go. Ich hab echt keinen Bock mehr. Conny, wir schaffen das. Ja, danke für die Motivation. Sister, hey, Sister, oh. Links, rechts, links, rechts, über Kreuz, über... Was mache ich mit dem Arm in der Zeit? Kannst du dich mal nicht mit deinem Schweißarsch auf mein Bett setzen? Motivier mich mal bitte. Hey, ich muss auch hier, komm hier, komm hier, komm wieder hoch. Love yourself, eh? Jumping Lounges machen. Jumping, was? Lounges. Was ist Lounges, Digga? Genau. Ich kenne nur Lounge. Achso, das sind Lunches oder Lunch? Nee, Lunch. Das heißt Mittagessen. Ne? Ja, ich. Oh, Leg Lunch. Snaggy your Leg. Sag doch einfach, Digga, Ausfallschritte oder Auswärtsschritte oder. Das ist voll deutsch. Ich bin da mehr so auf Amerika. Ja, okay. Aber gut, ne? Klasse. Gib nicht auf. Stay strong. Keep calm. Keep going. Be yourself. Hey. Ja, du brauchst nicht immer die Leute neu begrüßen in meinem Blog. Alter, voll gut. Ich höre auf alles. Ja. Und. Hoppa. Und. Lyra! Sorry. So, Leute. Hey, guys. Du brauchst nicht immer neu die Leute begrüßen. Wie oft denn noch in meinem Scheiß-Video, Mann? Wir haben jetzt auf jeden Fall. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Sport beendet. Mirella zum ersten Mal einen Proteinshake gefunden. Wie fand, getrunken. Wie fand ich das nicht zum ersten Mal getrunken. Das sieht man das Excuse nicht. Me. Okay, zum zweiten Mal? Nee, mehrmals schon, aber deiner war mit Abstand der schlechteste. Kann ich nur. Leute, ich zeige euch jetzt noch was, nichts für schwache Nerven, sag ich mal. Das ist mein. Leute, und zwar folgendes ist passiert. Ich bin einfach ganz normal die Treppe runtergegangen, um Sachen im Keller zu bringen. Nichts ahnend, sorry. Ich fange nochmal an. Ich bin einfach nichts ahnend die Treppe heruntergegangen. Plötzlich ging ich die Treppe wieder hoch, wie man es halt so macht. Und rutschte mit beiden Beinen gleichzeitig aus, also mit beiden Füßen. Und knallte auf unsere Fliesentreppen. Fliesen, ich betone es, Fliesentreppen. Fliesen. Fliesen! Nicht weich, nein. Ja, knallte mit meinen Schienbeinen genau da drauf. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was in dem Moment passiert ist, ja? Ich, Mirelle angerannt gekommen. Mirelle, zeig mal, wie du und angerannt gekommen bist. Ich war gerade auf Klo, ja? Ja, und dann du? Und ich so, Hände waschen, nein! Meine Schwester braucht mich! Und ich so, Luisa! Naja, und dann auf jeden Fall, ich musste kotzen vor Schmerzen, ja? Ich sag so, Mirelle, ich muss kotzen. Ja, bring mir schnell was. Und dann, ich war so wie so ein Lapperlapp, ne? Und ich, Mirelle sagt so, willst du was trinken? Und ich mach nur so, ich konnte nichts mehr bewegen. Ich war so einfach so. Wisst ihr, wenn ihr so gar keine Kraft mehr habt? Mirelle gibt mir dieses Trinken und ich mach so, und alles läuft so rund. Ich konnte nicht trinken. Ich wollte nicht lachen und ich saß da so. Und auf jeden Fall, ja Leute, es hört sich dramatisch an, aber es war viel dramatischer, wisst ihr? Kannst du mal kurz riechen? Stinkt das? Nee. Doch, bis nach Rauch. Hast du geraucht? Aua, hast du geraucht? Sorry, hast du geraucht? Das ist jetzt taub.
Hast du geraucht? Aua! Was rauchst du? Nee, jetzt mal ehrlich, stinkt das oder nicht? Es stinkt nicht, nee. Also doch, zeig nochmal. Da ein bisschen, ne? Hast du im Nacken geschwitzt oder was? Doch, schmeiß mal die Wäsche mal. Das, ich leg grad Sachen. Alter, guckt euch, das guckt muss euch mal an, Leute. Guck mal, was das ist hier für ein Fetzen. Das muss ich ja gut zusammenlegen. Wie soll ich das denn sonst machen? Ich bin ja nicht du, die das so einfach reinwirft. Ja. Tue ich auch gar nicht. Ich hänge meine Sachen neuerdings auf. Ganz ehrlich, es ist schon ekelhaft, wie ordentlich du bist. Das ist schon irgendwie voll unordentlich für mich gerade. Oh Gott, ja. Ja, aber guck mal, die Haufen, die sind schief und das packt mich immer. Zeig mal. Oh Gott, die sind ja unnormal schief, Mira. Das wäre mir unangenehm, ja. Ja. Guck mal, wenn ich mit offenem Schranktisch laufe, dann liege ich im Bett so. Oh Gott. Das ist schief. Okay, das war's mit dem Vlog. Ciao. Country roads, take me home, Mira. To the plane, I belong West Virginia, Mountain Mama, country roads, take me home, country roads, take me home, to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, country roads, country roads, take me home, to the place, yeah. Stallfete.